So. Und wir sind wieder hier. Und streben gleich mal den Weg in die Mitte an mit der wunderschönen, unfähigen Kackparty, die ich hier so wunderschön habe. Und das mache ich gleich wieder nochmal. So, hier sind wir wieder. Und jetzt gehen wir mal wieder in die Mitte, oder überhaupt mal in die Mitte. Und hoffen da wenigstens mal den ersten Generator zu finden. Oh, ich habe den Gegner gerade nicht gesehen, aber das wollen wir wahrscheinlich nicht, weil die relativ dunkel sind, beim besten Willen. Aber du kannst ihn schon mal... Nee, kannst du nicht. Du kannst ihn gleich reparieren. Na komm. Au. Na komm, darf ich mitmachen? Dankeschön. Reparatur, komm. In der Zwischenzeit, eine... ich sehe die Leute gar nicht, das ist ja Wahnsinn. Deswegen nochmal kurz. Enemies. Ah ja, da sind sie. Reichen schon zwei? Ich glaube nicht. Aber zwei Balken reichen schon für Reparatur. Und das soll mir... Ist das schon kaputt? Ich habe das gar nicht mitbekommen, das ist ja Wahnsinn. Na gut. Ja. Oh, was mal. Mit jedem Drittel eines Balkens ziehen die mir eben 100 Schaden rein. Und nicht schlecht. Ja, stimmt. Ja, das stand vielleicht so. Der andere vielleicht sterben. Ja, auch nicht schlecht. Also natürlich nicht durch Grub, aber durch Runner vielleicht auch zusätzlich. So. Schöner Rundstrahl. Wie auch von Mardu kommt. Da nicht von Mardu kommt so ein komisches Gepuller oder so. Roter Nebel. Was? Gemma? Nein, Gemma gibt so einen roten Nebel von sich ab und Mardu kommt mit seinem Schwerterchen an und macht blauen, irgendwie sind blaues Gedöns, das stimmt natürlich. Gut, einmal das für dich und Reparatur ist wahrscheinlich auch wieder fällig. Ja, ist es offensichtlich. Reparatur, und zwar eine richtige diesmal, nicht so eine wie bei den Roboter eben. Und hinein, wir haben es ja gerade geöffnet. Was haben wir hier? Lass es uns platt machen und von hier verschwinden? Ja, wirklich. Okay, die haben alle einen Lebenspunkt. Ich wage zu bezweifeln, dass es einfach mal so geht. Mal gucken, wo der Trick liegt. So. Kannst du davon angreifen? Das da auf jeden Fall. Jetzt geht das Teil auf, okay. Kann man das jetzt angreifen? Ja, kann man. Ah ja, und dann geht auch das Ding auf, wenn ich das hier getroffen habe. Aha. Okay. Ich erstmal auf drei Balken auf. Also zumindest mit Baldu. Was kannst du nur 154? Du meine Güte. Ich hätte vielleicht mal vorher speichern sollen. Verfehlen. Das ist ja wohl ein Scherz. Na gut, da er gerade der Einzige ist, der drei Balken voll hat, wirst wohl du ran müssen. Wenn ich das richtig verstehe, sind das hier sozusagen die Hebel, oder die Knöpfe, die ich irgendwie aufklappen muss, damit ich hier jeweils diese vier komischen Klumpen, diese garbartigen Klumpen, die vor sich hin pulsieren, angreifen kann. Und zum Schluss kann ich wahrscheinlich erst das hier angreifen. Oder kann man das jetzt schon angreifen? Nee, kann man nicht. So. Oh, das war ein bisschen Schaden. Voilà. 45 ist ja nicht gerade viel. Vielleicht soll man danach mal Marduk beschwören. Und wieder das Zäpfchen geöffnet. War es das Richtige? Ja, war es tatsächlich. Und jetzt? Ah, die laden sich irgendwie auf. Uiuiuiui. Oh, ich habe schon mehrere Dinger geöffnet. Das ist dann einfach schlecht, weil... Aha, ja, okay. Da kann ich jetzt, wenn Runner soweit ist, und das ist ja endlich mal, kann ich mal Marduk auf alle zaubern. Das wäre nicht schlecht. Bowman anrufen, genau. Bowman holen, Marduk anrufen und auf alle zaubern und zwar auf alle von euch. Mal sehen, was das bringt. Also wie gesagt, ein schon kräftiger Zauber. Ich habe ja, keine Ahnung, wie stark der Gegner ist. Hier war ich auch noch nie. Also schon mal auf die vier Luken, auf die vier Knöpfe scheinbar. Das sind also die Ziele, die wir noch anwählen können. Aber nur bei den Luken machen wir, oder bei den Galaktiluken machen wir viel Schaden. Also mal sehen. Um 1000.
36. Naja, das ist vielleicht nicht so spannend. Nein. Um Gottes Willen. Das ist so schlecht. Wir hatten gerade alle Luken offen. Jetzt greifen alle Hebel an, schließen damit alle Luken und können damit dementsprechend die anderen Klumpen nicht mehr angreifen. Aber noch können wir. Oh, schön. Oder zumindest kriegen sie noch Schaden für diesen Angriff. Oder für diesen Zauber, aber danach auch nicht mehr. Ist ja super. Okay, das nächste Mal probiere ich das mit Gemma. Warte mal. Du kannst mal schön einen Timer reinschieben. So, du kannst mal den hinteren angreifen und hoffen, dass du vorne noch was triffst. Ja, du triffst alle. Das ist perfekt. Runner, in diesem Kampf bist du echt ideal positioniert worden. Er stirbt bald. Naja, gut. Jetzt unangenehm. Ja, tatsächlich unangenehm. Das heißt, Grub kann man alle heilen. Mit seinen 200 GP, den Kalo. Ich wollte eigentlich dran sein gerade. Wo ist das? 200 GP bei allen. War denn das nicht? 54. 200 GP bei allen. Wunderbar. Und jetzt rufe mal Gemma an mit seinem schönen roten Sprenkelangriff. Jetzt mal wieder auf alle. Da schließt keine Tür jetzt erstmal. Ja, lad mich noch auf. Komm, Ronner, wird fertig. Perfekt. Gut, das Ganze nochmal. Also, was? Hier. Roman. Nicht Marduk, sondern Gemma. Wo ist er denn? Roman anrufen. Na, Thanatos. Gemma anrufen, da ist er doch mal ganz am Anfang. So, und bitte auf die ganzen Klumpen, wenn das geht. Er hat eben immer so ein bisschen mehr als 30 Schaden gemacht, 36, 37 Schaden, je nachdem. Mal gucken, was Gemma so macht. Vielleicht mal ab und zu bei irgendwelchen anderen Gegnern noch irgendwie Berserker oder sowas zu beschwören da drauf. Also, dass die sich irgendwie gegenseitig angreifen. Weiß mir selten, was mit 31. Bei eins können wir mal Gemma zugute halten. Also wirklich, beeindruckt bin ich davon auch noch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal du bitte. Ich würde gerade mal probieren, was das eigentlich bringt. Also normaler Angriff, aber ich habe schlecht. Es ist auch nicht so spannend. Jetzt sind die mittleren beiden offen, das ist ja auch ein bisschen verknackt. Ja, ich versuche eine andere Beschwörung. Was könnte denn dagegen helfen? Blitz wahrscheinlich. Hellenflut, Hellenfeuer, Berserkerzauber, Erdfluch. Ja, dann haben wir nur Feuer. Wo ist er denn? Höllenfeuer. Da haben wir ein Höllenfeuer. Ist gut, denke ich mal. Oder Wasser. Ich meine, jetzt ist ein Generator mal hin. Komm, ich mach mal Wasser. Das ist vielleicht cleverer. Nochmal weg. Dafür du rein. Komm, blub, blub. Wenn das gut läuft, machst du mal auf alle. 36 gilt es zu toppen. Oder 37 vielleicht. Vom lieben Marduk. Und da kommt der Gegner. Der augenlose Wal mit 6 Armen und die komische Meerjungfrau oder was auch immer das sein soll. Nixe. 193. Okay, wir haben unseren Zauber gefunden. Das heißt, wenn wir mal, was haben wir jetzt geöffnet? Den hinteren müssen wir noch öffnen, den linken. Und den ganz rechts müssen wir noch öffnen. Na komm. Heilen wir doch mal wieder. Na komm. Hallo. Mein Gott, ich mache die ganze Zeit irgendwelche Klicks, aber ich komme nicht dran. So, jetzt aber. Der für ganz rechts, genau. Aber das Dumme ist, wir müssen uns jetzt sowohl Mana als auch, also sowohl Core-Energie als auch Lebensenergie nochmal reinpfeifen, weil sonst sterben wir beim nächsten Angriff wahrscheinlich. Das heißt, 200 GP bei allen heilen von dir. Ja, genau. Ja.
reichen oder nicht? Ich lass es Grub machen, weil der ist schneller. Und die Viecher sind verdammt schnell, am besten will. Ja, Core-Energie bitte. Ja. Jetzt darf gezaubert werden. Komm. Jetzt kriegt er Blitz oder was? Ich bin echt froh, dass ich vorhin nochmal eben mal GP gegeben habe, sonst wären wir jetzt nicht alle tot. Oder zumindest Grub wäre tot. Aber was macht denn das Vieh ewig? So. Jetzt kann's losgehen. Endlich. Höllenflut, genau. Dann Sender Peter anrufen, und zwar auf alle und los geht's. Ich hoffe, der hat mich ganz viel Lebenspunkte, weil der hat ja schon mehr als 100 Punkte ab und der Schaden bekommen, also fast 300, würde ich sagen. Kleineren Angriffen von Marduk und Gemma noch. Und an denen können wir jetzt wahrscheinlich auch ablesen, wie viele Lebenspunkte wir haben. Wenn jetzt schon im roten Bereich kommt, dann vielleicht 500 jeweils. Und wenn nicht, werde ich wohl eher mit 1000 rechnen müssen. Was ich nicht so geil fände, aber hey, passiert. 90. Naja, sind mir auch egal, erstmal gerade. Guck mal, hier gleich wieder öfter mit Runner einmal einen einzigen Angriff gemacht. Ja, 194. Oh, verdammt. Das heißt, ich muss eher mit so 1000 rechnen an Energie. Das ist nicht so lustig, aber hey, passiert. Aber nochmal 2 AGP für alle. Warum nicht? Wir haben noch genug davon, glaube ich. Wir haben noch zig von jedem gekauft damals. Und es dürfte zumindest für diese Party wahrscheinlich der letzte Kampf sein. So, öffnen wir da einen Spieler. Oh, ein Roller. Oh, eine Runde. Das ist schlecht. Aber das können wir regeln. Und zwar war das die ganz rechts außen. Gut. Rubscott war relativ schnell. Wir müssen eh noch auf Runner warten, der jetzt der dritte Bund ist, um sozusagen Sender Peter wieder zu beschwören zu können. Der lädt sich schon wieder auf. Der linke lädt sich auch schon wieder auf. Der linke Hebel. Ja, der mittlere linke auch. Und wahrscheinlich der mittlere rechte auch gleich. Aber vorher sind wir nochmal dran. Perfekt. Höllenflut. Beschwören. Beschwören auf alle. Ins Gesicht. Habe ich nie gesagt, ziemlich geil aus, finde ich. Wie sie alle sich in Pose werfen, in Kraft sozusagen aus ihren Handgelenken wirbeln zu lassen. Ich weiß nicht, ob sie Handgelenke haben oder nicht. Das finde ich eigentlich schon ganz groß, den Effekt. Obwohl mir die Animation dabei nicht so ein bisschen auf den Sack geht. Das ist gerade einfach zu lang und das lässt sich einfach am besten nicht abbrechen. Das ist ein bisschen schade. Also, die Sendnerpilcher gehen noch. Aber gerade Marduk zum Beispiel dauert irgendwie was 3 Stunden. So 30 Schaden. Was ist jetzt denn jetzt? Wasser oder was? Also die Mütter haben eh schon immer 0 Schaden bekommen, das ist richtig, aber wer hat die vorher 200? Jetzt kriegen sie noch 31, was geht denn ab? Sehr uncool, haben jetzt irgendwie wer war es jetzt? Kein kritischer Treffer oder sowas? Oder irgendwas total geringes? Oder, Wasser hat vom Angriff her oder vom Schaden her eine relativ große Bandbreite oder eine relativ große Schadensweite, das kann natürlich auch sein. Ah. Naja, das gilt es herauszufinden. Ja, er wird wahrscheinlich schon mal vorbereitet für den Blitz, der liebe Runner, Grub. Den kann wieder Grub übernehmen. So, und bei du kannst dann wieder so ein leckeres Mana-Teil geben. Und auch mit Schweiner zaubern können. Der ist aufgeladen, scheinbar. Ich sehe gerade eine Aufnahmeanzeige hier. Das schreibt wieder nach 200 GP für allen. Für alle. So, okay. Auf Stufe 1 ist hier aufgeladen. Ist wahrscheinlich 1 höher oder 2 höher. Nee, doch nicht. Dann begreife ich einfach nicht das System. Ich begreife es einfach nicht. Nehmen wir uns am besten mal so ein Fläschchen. Taschenklopfer, so Tischklopfer und Taschenrutscher, so heißt es genau. Flachmann würde ich mal sagen, wenn man es früher sagen. Und schon wieder auf Grub. Der arme Kleine. Gut, und wieder. Genau, was ist nicht? Wasser. So. Oder so, meinetwegen. Und so. Und nochmal das Ganze. Komm. Oder gehen müssen.
bisschen aus wie so ein Lagerfeuer mit den vier Hebeln hier. Diese Galaklubs, diese dicken Kinder, die sich drumherum reihen, oder die netten Kinder, die sich drumherum reihen, müssen dicke Kinder sein. Ich weiß nicht, nicht so dicke Kinder kommen, aber nehmt einfach hin. Endlich wieder 200 Schaden. Ah, wunderbar. Der mittlere Club ist kaputt. Ja, wundervoll. Wasser, ich strömte Zauber, Wasser, yeah. Geil. Das Schöne ist, wenn ich wenn alle drei Zeile sind, genau, kann ich das direkt mal wieder wiederholen. Ach nee, kann ich nicht. Nee, kann ich wirklich nicht. Das heißt, warte mal, Runner muss nochmal angreifen, um die anderen drei zu öffnen. Direkt mal alle, nicht schlecht. Und schon müssen wir wieder warten, während er sich hier fröhlich auflädt. Ja. Ich hoffe mal, ich komme vorher dran, aber ich einfach den Club mir damit mitnehmen kann, den Tod. Und ich komme nicht vorher dran. Ja, wundervoll. Oh, oh, Grub ist fast tot. Na gut, wenn du schon mal stirbst, kannst du noch mit einem großen Bumm abtreten. Und zwar, indem du wieder mal Setna-Appell-Takt beschwörst. Wasser für dich. Omen für dich. Alle für dich. Und alle auf euch. Und da sind sie auch schon wieder. Aus den Tiefen ist nicht gerade der Meer. Es ist ein bisschen seltener, dass hier immer Wasser ist, wo sie auftauchen können. Naja, gut, das ist ja auch ein Zauber, das sind auch Götter. Das sind auch wieder nur 30 Schaden, ist das furchtbar. Und zwar natürlich bei allen. Ja, das ist schlecht. Aber Gott sei Dank kommt Grub vorher noch rein, das heißt, kann wieder 200 Kippen auf alle verteilen. Dann kann Rana wieder alle Lücken öffnen und dann, ihr werdet es kaum glauben, werden wir Setna Peltak mit Peltak beschwören. Mal wieder zum, weiß ich, fünften Mal oder sechsten Mal mittlerweile. Weiß ich gar nicht. Ist eigentlich auch unwichtig. So, und dann einfach so. Ein Field. Und zwar eine von rechts, okay. Das kriegen wir hin. Auf. Dankeschön. So, und jetzt warten wir wieder auf Runner. Oh, aber du wird mal angegriffen. Das ist mir ja egal. Der hässliche Blaubeam. Ach komm, lass dich doch mal ankommen. Hier müsste ich für jedes Profladen so eine Riesenanimation machen, bitte. Dankeschön. Und nochmal. Wasser, Baumeln und alle Setna Peltak. Hey, wir jubeln. Wenn wir die vier Klumpen sind, geht das relativ schnell. Ja. Obwohl der Kern ja irgendwie 10 Leben hat. Ich frage mich nur, ob man dafür irgendwie 10 Dreierangriffe oder sowas oder nicht speziellen Angriff. Ich weiß es nicht. Ich mag jetzt mit Zweifel, dass man einfach so 10 Lebenspunkte abzieht. Kommt jetzt mal an Schaden. Ach, nur noch 32. Ist ja furchtbar. Vielleicht muss ich mal die Reihenfolge der Karten ändern, also dass vielleicht mal Grub irgendwie sozusagen das Wasser hinkriegt und Runner meinetwegen den alle Zauber und mal den Schülerzauber. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Was wollte ich gerade machen? Ach ja, ich wollte uns Mana besorgen oder Kupfer besorgen. Aber du kannst mir die Schleusen öffnen. So. Geht's noch nicht. Grub nochmal eingreifen. Ja, sehr gut. Ah, ich sehe schon, es wird vorher noch einen Blitz geben. Den Grub. Das geht ja diesmal. Könnte er fast noch einen aushalten? Nee, könnte er gerade so nicht, aber egal. Na, darf ich wieder? Nein, entschuldige dich. Ich muss noch ewig lange Animation machen, ist ja klar. Das ist für mich alles ganz komisch, wenn ich gerade so rede. Weil ich mein linkes Ohr sozusagen gerade mit einem großen Headset bedeckt habe, was ich normalerweise vorher in den ganzen alten Let's Plays nicht hatte. Moment, was wollte ich gerade machen? Ah ja, ich wollte beschwören. Ich komme gleich wieder. Moment, erstmal, du kriegst Wasser, du kriegst Moment und du kriegst
alle und bitte auf alle. Genau, ich habe mein linkes Ohr gerade schon mit einem umschließenden oder mit einem Headset umfasst. Und ich würde sozusagen jetzt für mich nur Mono, weil ich nicht auf dem Headset höre, beziehungsweise habe ich es mir nicht so eingestellt, dass ich auf dem Headset höre, sondern auf externen Lautsprechern. Ich mich deswegen irgendwie total leise oder gedämpft, logischerweise. Aber es ist besser, als wenn ich wieder mein Mikro so halte, wie ich es, von zwei Grafikparts oder sowas gemacht habe, ganz am Anfang, als ich das Headset mal ausprobiert habe. Wieder nur 30 Minuten, das ist aber nicht ein Scherz. Das heißt, ich sollte dann Feuertaucher nehmen, vielleicht mal. Hab ich dort erstens selbst am Boden gefasst und zweitens das Mikro nicht in meinen Mund trage, das ist nicht so geil. Und natürlich auch irgendwelche Störgeräusche und so Sachen, die noch nicht so geil sind. So, mein Junge, du nimmst mal schön erstmal eine Wurfel für dich, genau. Oh, eine Wurfel brauchen wir. Der war zwar ein Kiel für alle nehmen sollen wieder, ach verdammt. Aber ist egal, dann nimmst du mir auch eine Wurzel. Runner greift wieder alle an, weil Runner eh der langsamste ist. Und ich seine Nützlichkeit insgesamt sowieso ein bisschen einzweifle. Da wollte mir aber was beweisen, der kleine Mann. Und ich brauche mal so einen Chor-Energie-Transfer-Stein. So ein Chor-Artefakt, genau. Und wieder lädt er sich auf. Und ich sehe schon den nächsten Blitzschlag kommen. Ich weiß, du bist doch wahrscheinlich eh vorher dran, vor mir. Ja, ist gut. Oh, da kommt er. Ja, unangenehm, aber da muss ich durch. Na komm. Ah ja, ich sehe gerade, das erste Aufladen ist sozusagen für die Maschine kostenlos. Interessant. Also da gibt es keinen Zeitpunkt dazwischen, wo ich was machen kann, sondern einfach nur die Maschine ist kostenlos. Okay, Energie auf dich oder Feuer auf dich. Ja. Und bitte wieder auf die Galaklumpen. Ich hoffe, es macht ein bisschen mehr Schaden als 30. Ich habe keine Ahnung, was es für ein Schwächer ist. Also 2 an Punkten Schaden, aber meistens ist ja schon mal 30 Punkten Schaden. Mal gucken. Und? Wieder 30er Schaden vielleicht. Ja, aber der linke Klump ist dann fast weg. Und die rechten brauchen scheinbar jetzt noch eine ganze Weile. Das heißt, ich kann auch bei Wasser bleiben, weil ich glaube auch Feuer ein bisschen mehr ist gerade. Okay, richtig noch ausprobieren, weil ich nehme mal an, Erde wird auch nicht besser sein als Wasser. Immer nur eine elektrische Maschine, also theoretisch müsste man. Oder ein Generator, da müsste doch Wasser eigentlich relativ schlecht dagegen sein. So, erstmal 2 GP für alle. Das kann so schon mal nicht schaden. Ja. Dann kann man bald mal irgendwie schön Chor abgeben. Oder zu sich nehmen. Für die ganze Gruppe gleich mal. Oh. Oh, dann kann wieder versuchen, alle Luken zu öffnen. Vor allem die linke ist ganz wichtig. Beides war weh, natürlich link ist ganz klar. Aber das kann Grappa jetzt öffnen. Wenn er nicht mal verfehlt, ist ja schlecht. Weil Grappa fehlt nicht ganz so häufig, das ist nicht nötig, immerhin ist er schwach genug. Und? Komm ich vorher dran? Komm ich vorher dran? Klick, 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 klick. Ja, ich komme vorher dran. Wundervoll. Nee, nicht mit dem Wasser, mit dem Flut. Auf dich und beschwöre noch dich meinetwegen jetzt und der ist der Filitak, den bin gerade so auf. Nee, doch Filitak, alles gut. Setter Filitak. Und noch ein Versuch. Der linke Klumpen dürfte jetzt wahrscheinlich nur hin sterben. Aber die rechten beiden müssen also mal in den roten Bereich kommen, das haben wir nicht schlecht. Aber die haben jetzt immer nur, glaube ich, immer so 30 Punkte Schaden bekommen. Ach nee, haben sie nicht. Haha. Da haben schon ab und zu mal 200 Punkte Schaden bekommen. Nicht schlecht. Mal sehen. Bitte, bitte 200. Bitte 200. Bitte, 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 bitte. Oh, lass mich. Gut, geh wieder zu. Geh zu. Geh zu. Und 30 Schadenspunkte sind nicht viel. Ja. Das Lustige ist, die 3 Angriffe bringen ja auch nicht wesentlich mehr. Das heißt, ich kann auch durchaus bei der blöden Beschwörung bleiben. So, mach wieder alles auf, bitte. Ja, das fehlt, aber den kriegen wir jetzt auch auf. Wunderbar. Wieder auf Runner. Überraschender
zugemacht? Ich habe was zugemacht. Aha! Gut. Das war jetzt nicht so clever. Der Link zu. Auf. Nicht zu. Genau. Und den jetzt bitte auch. Der Geiz. Hallo, ich bin noch dran. Wie frech, da wurde einfach abgewählt. Die Seeschnuss wird eine etwas längere Folge, aber gut. Dafür ist es auch einfach nur die ganze Folge Bosskampf. Oh, witzig. Nee, müssen wir noch warten. Jetzt geht's genau. Und diesmal mache ich, ja, was weiß ich, du kriegst mal das Wasser und du kriegst mal die alle Karte und du kriegst Beschwörer. Hat man das schon mal? Ich glaube schon. Mal daneben und schwören. Na, geht das? Ja. Nee, geht nicht. Ach, egal. Angriff. Ich trinke den Waldbrunnen. Ach ja, Wasser. Köstlich und ganz nass. Wie passend zum Zauber. Oder zur Beschwörung, zur Anrufung. Zur Anbetung der Götter. Eine Mischung aus Krebs und Wal mit einer blauen Frau drauf. Mit den 200 war mein 60er Schadensbereich. Ja, noch 10 zu. Skandal. Oh, der zweite ist schon im roten Bereich. Und der dritte auch. Das Lustige ist, selbst wenn wir jetzt keinen 200 Punkte Schaden machen, der linke müsste jetzt beim nächsten Mal nicht draufgehen. Ja, bitte 200 GP für alle. Genau. Runner muss wieder alles aufmachen. Na komm, mach schon. Oder lass mich drankommen. Ja, dankeschön. Alle gehen sogar auf, nicht schlecht. Auf Grub. Grub kann wieder einen Chor verteilen. Und dann könnte man tatsächlich schon fast im letzten Angriff angekommen sein, wenn wir ein bisschen Glück haben, was wir natürlich niemals nicht haben werden. Warum denn auch? Und bei Nummer 90 den Schaden reingedrückt. Wundervoll. Oh, ich sehe gerade. Aber stimmt gleich. Ja, wundervoll. Aber den Zauber mache ich dringend jetzt noch durch. Das ist mir wert. Wir haben wieder gerade gesehen, dass das kostenlose Aufladen der Maschine. Naja. Bin jetzt nicht so ein Fan davon. Aber egal. Höllenflut. Du kriegst das. Du kriegst das. Nein, du kriegst nur das. Du kriegst Wasser. Du kriegst Bowman. Du kriegst alle. Genau. Also diese Bowman-Karte ist wirklich Gold wert. Ach ja. Ich finde es auch mal cool, wie diese Nix immer erstmal so ein bisschen auscheckt. Was für Gegner sind, tauchen uns einfach auf. Hier ist die Wahl wieder an. Den ich, wie ich vielleicht schon mal oft gesagt habe, ungemein hässlich finde, aber hey. Komm, stumm, du Klumpen. 29, ich raste aus. Wie nutzlos. Beim besten Willen. Da kann ich mittlerweile auch die auf alle Angriffe zaubern. Das geht auch ganz gut, glaube ich. Aber erstmal, Moment. 200 GP für alle, reicht das? Eigentlich braucht nur Badu wahnsinnig viel gerade. Wo ist es denn? Heilt 500 GP, genau. Auf Badu bitte. Bevor ich irgendeine Hebel anklicke. So, Runner. Macht einfach die Shotgun, das finde ich jetzt ganz fantastisch. Aber das ist muss mal gucken, was die so haben. Also jetzt haben wir irgendwelche Greif aller an Attacken. Bogenblast bei Grub. Und ich glaube, den werde ich mal einsetzen. Es sei denn, Badu hat noch was Cooleres. Ein ziemlich so nah an Angreifen, so nah Welle. Ich warte mal Badu ab, was der so hat. Da glaube ich auch irgendwas mit alle Stile angreifen. Aber Badu ist so schrecklich langsam. Schon wieder Witz.
doch nicht. Aua. Das heißt, nochmal 200 GP für alle. Zum 10.000. Mal in diesem Kampf. Aber einfach so, damit ich war da sein Crockett überlebt. Vielleicht kommt eh der Blitz. Und dann kommt der Blitz. Ja, das hätte jetzt auch Crump umgehauen, wenn ich jetzt nicht vorher die 200 GP gegeben hätte. Einmal kostenlos aufladen bitte, der rechte, interessanterweise immer. So, jetzt aber, Sonarwelle. Alle Ziele mit Sonarwelle angreifen, ich hoffe, das funktioniert auch. Maschine kaputt, der erste Generator ist hin. Man muss dafür irgendwas Schönes vielleicht. Ein Bonbon, ein Lutscher, viel Erfahrung. Oder ein Look, eine Sequenz vielleicht sogar. Oder das Spiel hängt sich auf. Hallo? Das ist aber ein Scherz. Okay, das Spiel hängt. Na, perfekt. Das heißt, ich werde jetzt den Gegner nochmal besiegen müssen. Und ja, wir sehen uns dann direkt danach wieder. Also in der nächsten Folge, ich mache sozusagen hier einen Schnitt und werde den Gegner jetzt bestimmt nochmal besiegen. Bleibt mir auch nichts anderes übrig, das Spiel einfach nicht weiter, dummerweise. Escape, nee, Rechtsklick, Linksklick, nichts, Leertaste nicht, gar nichts. Das ist ziemlich nervig. Ja, und danach sehen wir uns halt wieder. Wahrscheinlich auch vielleicht in einer anderen Gruppe, ich weiß es nicht. Mal sehen. Ja, sind wir wieder. Ich hoffe, das Spiel jetzt weiter. Es geht weiter. 92.000 Erfahrungspunkte. Grub erreicht Level 38, Honor 45, Badu 48. Wir kriegen mal 36.000 Gold. Und wir Flaggschiff Blau. Endlich! Ich hoffe, das war nicht zu spät. Ich hoffe es auch. Lasst uns diesen Maschinenraum finden. Ah ja, die andere Party. Ja, mit der anderen Party geht's wirklich erst in der nächsten Folge weiter. Bis dann.